Herzlich willkommen zu Seriös, das Serienquartett. Vier Gastgeber diskutieren vier Serien. Heute begrüßen wir Annette Hess, die selten mehr als einen Stern pro Serie vergibt. Kurt Krömer, der Serien verschlingt wie Zimtsterne. Annie Hoffmann, die Sternsingerin unter den Serienfreaks. Und Ralf Hussmann, der weiseste Stern am Serienhimmel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Seriös, dem Serienquartett. Und unschwer zu erkennen, heute wird es besonders besinnlich. Kurz vor Weihnachten haben sich hier wieder vier Adventskerzen versammelt und haben ihre Lieblingsserie mitgebracht. Annie, was hast du uns heute Schönes eingepackt? Ich habe heute mitgebracht Big Little Lies, eine wirklich fantastische, sehr, sehr schöne Serie. Herr Krömer. The Loudest Voice, Sky, von unserem Lieblingssender Sky, über die Entstehung des Nachrichtensenders Fox News. Und Frau Hess? Ich habe Tschernobyl mitgebracht, um die Stimmung so ein bisschen zu heben. Ja, immer antizyklisch denken, das ist toll. Ich habe mitgebracht This Is Us, ich kann es kaum aussprechen, aber man kann es sehr gut gucken, finde ich zumindest. Das war eigentlich mal die Verabredung, dass wir uns hier und heute über Familienserien unterhalten. Hat sich außer mir wieder keiner dran gehalten, aber was anderes habe ich von den Kollegen auch nicht erwartet. Annie, aber dann fang doch mal an. Deine ist ja im weitesten Sinne eigentlich auch eine Art von Familienserie zumindest. Jein. Also ich glaube, die ganze Familie kann meine Serie Big Little Lies gucken, aber primär geht es um reiche Frauen, um reiche Familien, die in einem kleinen Vorort in Kalifornien leben. Und relativ zum Anfang wird jemand ermordet. Wir erfahren aber sehr spät erst, wer ermordet wurde. Und man muss die ganze erste Staffel erst mal schauen, war es vielleicht ein Unfall, war es ein Mord? Wer es war, wissen wir gar nicht. Die komplette Serie ist mit absoluten Stars besetzt. Also Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz. In der zweiten Staffel kommt Meryl Streep dazu. Ich bin so gespannt, was du gleich zu dieser Serie sagst. Das ist heftig. Wenn wir denken, dass die Leute aufhören zu tratschen, machen wir uns was vor. Du bist doch eine von den Monterey Five. Hätten wir alle scharlachrote Buchstaben auf dem Rücken. Wenn wir unsere Gefühle in uns hineinfressen, können die sich in echt hässliche Monster verwandeln. Ich war bei der Polizei, um ein paar Dinge zu erfahren. Ich will wissen, was an diesem Abend passiert ist. Also, du hast mich ja sozusagen da geschlagen. Ich hätte das auch fast vorgeschlagen, weil ich das auch mit einer der spannendsten Serien der letzten Jahre fand. Also zumindest die erste Staffel, die zweite Staffel hat mich so ein bisschen ratlos hinterlassen, aber die erste Staffel fand ich auch sensationell, weil es sehr selten ist, dass es hauptsächlich um Frauenrollen geht. Alle sind, finde ich, obwohl es um sehr abgehobene Gesellschaftsschichten geht, sehr individuell und trotzdem sehr nahbar. Man kann sofort kapieren, was da los ist. Ich habe Nicole Kidman selten so gut und toll gesehen. Weil also sie diese, viel in ihrem Gesicht bewegen konnte? Ja, oder? Sie kann trotz Botox am Ende, finde ich, da noch mal was machen. Also das ist wirklich eine ganz faszinierende Geschichte. Das geht da um Gewalt in der Beziehung, die aber sozusagen nicht nur primär vom Mann ausgeht, sondern von beiden irgendwie Teil der Sexualität ist. Mhm. Und diese Art von Gewalt in der Beziehung habe ich so in dieser Form noch nie gesehen, glaube ich, im Fernsehen. Und finde, da sind einige ganz beachtliche Szenen gelungen und das habe ich tatsächlich in der Form noch nie gesehen und fand das wirklich eine der spannendsten Serien der letzten Jahre. Annette? Ja, also ich hätte die Branner auch mal vorgeschlagen. Ich, Was? Yes. Annette Hess mag meine vorgeschlagene Serie. Ja, klar, die ist ja großartig. Großartige Frauenfiguren. Ich mag auch diese kleinen Konflikte. Also das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja schon so ein ganz großer Bogen gleich mit dieser Gewalt in der Ehe, was sehr glaubhaft erzählt ist, finde ich, dieses, dass sie nicht voneinander loskommen. Ja. Und aber ich mag eben auch so diese Streitigkeiten und so, wer richtet seinem Kind den geilsten Geburtstag aus und dass sie sich dabei darüber fast zerfleischen könnten. Diese Mütter, also diese Ironie, die auch die ganze Zeit darunter liegt, finde ich großartig. Also man, dann dieser
Krimi-Plot, wie du gesagt hast, der ist natürlich so ein bisschen verschränkt. Es sind zwischendurch dann noch immer so Aussagen eingefügt, wer was gemacht hat auf diesem Event. Und das hilft schon, auch die Spannung so ein bisschen anzuziehen. Aber was mir eben auch besonders gut gefallen hat, ist da diese unangestrengte Ästhetik. Ich finde, es sieht so, ist so schön, diese Küste, die man immer sieht. Die Musik ist sehr fein nuanciert eingesetzt. Dann eben dieses großartige Ensemble. Also das ist mal wirklich auf allen Ebenen, formal, inhaltlich, figurentechnisch, Cast, komplett gelungen. Ich habe aber nur die erste Staffel gesehen, weil mir wirklich alle von der zweiten abgeraten haben, außer Meryl Streep. Es kam immer dieses Nein, außer Meryl Streep. Ja. Also na, die zweite, was ich so, was du auch meinst, ne, was so krass ist, du hast eine Szene, Reese Witherspoon sitzt Meryl Streep gegenüber und die spielt die so hart an die Wand, dass du denkst, warte mal, die Witherspoon ist ja eigentlich eine gute Schauspielerin. Und Meryl Streep nimmt die komplette zweite Staffel eigentlich an sich und schmeißt alle anderen in die Ecke und ist so, so ist jetzt meine Serie. Die Geschichte der zweiten Staffel, ja, die ist halt vom Tempo her ganz anders erzählt als die erste. Ich verstehe grundsätzlich, was du meinst, aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mich unfassbar in eine Serie verliebe, dann gucke ich mir die zweite Staffel an, obwohl die mich vielleicht gar nicht so kriegt, einfach weil ich ja noch von der ersten so verliebt bin. Wie fandst du die? Ich bin absolut überhaupt nicht eurer Meinung. Ich bin überhaupt nicht da reingekommen. Ich weiß noch, ich war in Halle gewesen, ich habe da gespielt, habe einen freien Tag gehabt, draußen hat die Sonne geschienen und Halle ist ja schnell, hast ja schnell durch. Also da gehst du 3 Minuten in der Altstadt und dann hast du durch. Also war die perfekte Stadt eigentlich, um auch bei schönem Sonnenschein irgendwie was zu gucken. Vielleicht wird das neue Motto der Stadt Halle. Halle, hier können Sie gut binge-watchen, auf jeden Fall. Aber also, ihr habt alle gesagt, guckt dir das an. Und ihr habt alle gesagt, ja, weil ich immer rumgemeckert habe und gesagt habe, ich habe mir jetzt die erste Folge angeguckt, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Ich gucke mir lieber jetzt die Altstadt in Halle an. Und dann habt ihr gesagt, du musst die zweite Folge noch gucken, die dritte. Ich war an dem Tag, ich habe bis zur 7. habe ich das durchgehalten und mich hat das überhaupt nicht gerissen. Weil, das war was, so diese, was hat dir denn gefehlt? Diese Mütter, da war diese eine Szene, kann man glaube ich ruhig verraten, ein Kind hat das andere Kind die schlagen und dann mussten sich alle Kinder im Kreis hinsetzen und die Erzieherin hat dann so ganz verklemmt versucht, also ohne zu bestrafen, das Kind aber trotzdem fortzuführen. Und, das hatte mich so erinnert an so Muttis im Prenzlauer Berg. So, aber genau das ist es ja. Das ist doch genau das, vielleicht was erzählt. Vielleicht waren wir zu dicht dran. Ja, weil ich dachte immer, auch diese Schlangen da vor dem Auto, vor der Schule, ne, diese ganze so ein ja, vielleicht ist mir das, weil ich auch Kinder habe und auch im Prenzlauer Berg gewohnt habe und deswegen geflüchtet bin. Bei der Serie dachte ich, man hätte eine Bäckerei im Prenzlauer Berg mit einer GoPro oben in der Ecke versehen können und 8 Stunden Livestream machen können. Das wäre spannender gewesen als diese Serie, weil es da dann wirklich echt war. Ja, aber da hast du dann immer den Strand und den Pazifik noch zwischendurch wenigstens. Ja. Also let's cut it short, du hast die Serie nicht verstanden. Na, ich fand es wirklich faszinierend, weil ich einzelne Elemente, die sie da benutzt haben, in dieser Form noch nie gesehen habe. Mir ist wirklich zum Beispiel hängen geblieben diese Situation, wo Nicole Kidmans Charakter fast aus dieser Beziehung schon ausgebrochen ist. Sie hat sich endlich ein eigenes Apartment genommen und dann kommt das raus über eine SMS, die sie in ihr Handy kriegt. Und der Mann kriegt diese SMS zufällig zu sehen und weiß, die Alte will ihn verlassen. Und die Kinder sind aber auch noch im Zimmer und er sagt, hier ist eine SMS für dich gekommen und du als Zuschauer weißt, er weiß jetzt Bescheid. Dieser ganze Plan, den Nicole Kidman da gefasst hat, bricht jetzt zusammen und man weiß, es wird eskalieren, es wird böse enden. Ja, schreibt mit. Und die Kinder sind mit im Raum und ich finde, das ist mit einer der, obwohl es null gewalttätig ist, obwohl es gar keine Elemente weiter hat, ist das mit einer der brutalsten und härtesten Szenen, an die ich mich erinnern kann in den letzten Jahren, weil so klar ist, was gleich passieren wird und weil so klar ist, was jetzt für ihren Charakter sozusagen auf dem Spiel steht. Und das ist wirklich toll gemacht, finde ich. Also wenn das erreichbar ist, dass man irgendwie so mit so einer kleinen Szene, wo es eigentlich nur um 2 Sätze geht und trotzdem allen klar ist, jetzt ist richtig was passiert. Wenn eine Serie das schaffen kann, finde ich, dann hat man irgendwie eine gute Serie. Du brauchst sie eben nicht erklären, er hat keinen Geschmack. Gut. Ja, jetzt seid ihr alle einer Meinung, ich bin jetzt das hässliche Endlein heute, oder was? Also ich finde, das ist eine Serie, wirklich, in der ganz normale Frauen mitspielen. Klar, die haben tierisch viel Kohle, aber ich finde das jetzt nicht so
ist optisch ein Thema, ja, durch diese tolle Aussicht, die sie alle haben. Aber ansonsten sind die wirklich normal. Ist auch diese ganze Fallhöhe von, oh Gott, kaufe ich eine Backmischung oder mache ich den Kuchen selber? Dann gibt es eben diese großartige, ja, die Themen sind halt die gleichen, Laura Dern, die eine Karrierefrau ist. Die anderen haben keine Karriere. Also diese Konkurrenz, also wenn man so aufeinander trifft, so Frauen in einem gewissen Alter, so, ah, ist die nochmal zurückgegangen, nachdem sie Kinder gekriegt hat. Also ich finde, das sind alles so wahnsinnig so Themen von Frauen über Männer hinaus. Und dann auch Sexualität, finde ich auch, die ist ja auch in jeglicher Spielart fast vorhanden, mhm, also eingepennt, Routine oder eben diese bisschen SM-Beziehung, die es ja am Anfang so zu sein scheint. Also das finde ich wirklich sehr reich, sehr reich. Und tierisch in alle Richtungen gespielt, ja, ne? Ja. Also wirklich tierisch fast gespielt. Mal alle. Herr Krömer gibt sich noch mal Mühe, wenn er noch mal in der Halle fährt, guckt er sich die zweite Staffel auch noch mal von vorne an. Oder wir machen betreutes Gucken. Wir sitzen um ihn rum und sagen, jetzt fragen wir das ja genau. Ja, betreutes Gucken, das wäre doch was für dich. Vielleicht gut, vielleicht haben wir ja mit der zweiten Serie mehr Glück bei Herrn Krömer. Wie gesagt, ursprünglich die Verabredung war ja mal Familienserie. Ich bin, wie gesagt, der Einzige, der sich dran gehalten hat und habe eine Familienserie rausgegraben, nämlich This is Us, Das ist Leben, heißt es vor 3 Jahren, glaube ich, als die erste Staffel rausgekommen ist, ein Überraschungserfolg in den USA, weil zum ersten Mal seit langer Zeit nicht HBO oder die großen Streaming-Portale das Rennen gemacht haben, sondern die gute alte NBC mit dieser sehr klassischen Familienserie, wo man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel spoilern darf, wenn man sich das jetzt noch angucken will. Ich kann, glaube ich, so viel sagen, es geht im Zentrum um 3 Leute, die alle am selben Tag Geburtstag haben und in der ersten Folge der ersten Staffel 36 werden. Ich habe mir jetzt die Namen aufgeschrieben, weil das kann ich mir nie merken. Randall, ein schwarzer, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Dann gibt es Kevin, ein sehr erfolgreicher Sitcom-Darsteller, der aber mit seiner Sitcom eben gar nicht so wahnsinnig zufrieden ist. Und eben Kate. Und Kate ist dick. Sie hat keine schweren Knochen, sie hat kein Schilddrüsenproblem. Sie ist richtig, richtig dick. Und ich erwähne das deswegen, weil das so ein exemplarisches Element ist, wie die Serie mit ihren Themen und ihren Problemen umgeht. Es ist eben nicht so eine Wohlfühldicke wie jetzt irgendwie Kevin James bei King of Queens oder wie bei Mike and Molly, wo man halt so die klassischen Klischee-Dicken-Witze machen kann, sondern hier geht es wirklich um eine Frau, die ein echtes Gesundheitsproblem hat und auch die ganze Zeit damit hadert. Und This Is Us ist, glaube ich, jetzt gerade so zur Weihnachtszeit eine schöne Serie, wo man noch mal testen kann, ob man noch ein Herz hat und ob das Herz an den richtigen Stellen auch schlägt. Mir passiert das relativ selten, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich ab und zu vorm Fernseher gesessen habe und so ein kleines Tränchen verdrückt habe, weil man muss wirklich sagen, die Serie steht so mit einem Bein knietief im Kitsch, aber mit dem anderen Bein eben auch tatsächlich im wahren, richtigen Leben. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das so ist, dass man eben nicht das Gefühl hat, man ist jetzt fernsehtechnisch wieder zu McDonald's gegangen, weil man dachte, so ein McRib ist doch vielleicht eine prima Idee, sondern das ist wirklich Unterhaltung ohne Reue, sage ich mal. Kann man sich jetzt vielleicht Unterhaltung ohne Reue. Ne? So, manchmal hat man das ja, dass man was guckt und denkt, ja, gucke ich jetzt noch eine Folge und am Ende hat man so ein ungutes Gefühl. Hier, finde ich, kann man schön aufs Plakat schreiben, Unterhaltung ohne Reue ist wirklich das. Also ich glaube, David Mamet hat es mal gesagt, der große Drehbuchautor und Theaterautor hat gesagt, unsere Aufgabe als Autorin ist es, to entertain. Und das, finde ich, macht diese Serie wirklich bestens. Und wir können auch hier mal reingucken. Okay. Bin soweit. Deinen Anzug hast du an? Ja, Ma'am. Deinen Geburtstagsanzug? Ich hab keinen anderen. Wie kannst du mich in diesem Zustand sexy finden? In jedem Zustand, meine liebe Frau, erregst du mich. Wetten, dass ich das ganz schnell ändern kann. Du kannst sagen, was du willst. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Ja. Ja. Kurze Pause. Kevin, ich weiß, dir ist die Figur wichtig. Die Figur ist mir wichtig. Also sag deinen Text oder such dir einen anderen Job. Ich habe ihn gefunden. Mein Vater. Gut so! Gut gemacht, Tess! Ja, herrlich. Also es ist eben eine ganz klassische Familienserie, so wie man die von früher kennt. So, das ist quasi die Wichert von nebenan 4.0. Aber ich finde, das hat trotzdem irgendwie für mich ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ich frage jetzt mal dich, wie ging es dir?
du, This Is Us, Beste. Ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich, also ich liebe das sehr. Ich bin auch sehr stolz, dass ich das vor dir schon gesehen habe. Weil ja meistens hast du ja die Knaller-Serie mit dabei, wo man dann denkt, schade, da wäre ich selber gerne drauf gekommen. Ich finde das richtig gut. Also ich habe auch mehrmals vor der Glotze gehangen und hab geweint. So. Ja. So ein Wein, wo man sich nicht für schämen muss, wo man auch anderen Leuten von erzählen das kann. Mir geht es wirklich sehr selten so. Braucht ihr beide jetzt ein Taschentuch? Ja, gleich. Ich habe jetzt schon wieder bei dem Trailer krieg so ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich denke, das ist toll. Dieser ich habe jetzt den Namen nicht, weil ja, Namen ist ja nicht meine Baustelle. Ich habe sie mir auch aufgeschrieben. Der Familienvater, der sich also mit der Mutter natürlich zusammen rührend. Warte, steht hier bestimmt. Den habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Jack und Rebecca Pearson heißen die Hauptpersonen. Ja. Rührend um die Kinder kümmert, wo auch, also es ist halt nicht so eine Hochglanzfamilie, wo man sagt, der Papa und die Mutti machen eine Ansage, alles läuft. Es läuft halt ganz oft auch mal gar nicht so gut und trotzdem wird sich bemüht. Ich finde diese, kann man ja sagen, es sterben Menschen und dann leben die aber wieder, weil es viele Rückblicke gibt und so, wo man schon denkt, nein, wenn jetzt XY nicht mehr da ist, dann kann die Serie nicht mehr weitergehen. Dann gibt es so Rückblicke. Also ich fand das eine total fantastische Serie, sehr empfehlenswert. Also da war das im Gegensatz zu Big Little Lies, ist das so, man guckt da rein, man guckt sich die Serie an und also mich hat sie gefangen. So. Da war auch, das ist das Tollste, wenn ich Serien gucke, als jemand, der Fernsehen macht und vergisst, dass das da gerade gespielt ist. Man guckt da rein und ist Teil dieser Familie. Muss ich auch sagen, ist in allen Departments wirklich extrem solide gemacht. Also toll geschrieben, ist super gespielt, eigentlich sehr solide weginszeniert. Und das über eigentlich verlässlich fast alle Staffeln. Also es gibt immer mal so die eine oder andere Episode, die nicht so gelungen ist. Aber grundsätzlich machen die das toll, finde ich auch. Natürlich ist das eine wahnsinnig kitschige Serie. Die ist aber nicht, ja, ich habe auch geheult, aber auch viel gelacht. Und ich finde, die ist so, die kannst du immer gucken und egal, ob du viel Serien guckst oder noch nie dir eine lange Serie angeguckt hast, ist das sowas für jedermann, für jedes Alter, absolut, für alle Generationen. Mandy Moore, die Hauptdarstellerin spielt, kannte ich vorher nur als so eine Chartsängerin und ich dachte so, oh, jetzt muss ich mir die in der Hauptrolle angucken, die macht es tierisch. Mhm. Die Maske ist großartig, du siehst die halt als 70-jährige Frau oder als 25-jähriges junges Mädchen und die spielen so leidenschaftlich miteinander alle, das ist ganz, ganz toll, ganz, ganz schön erzählt und auch, was du, glaube ich, meinst, ist, was dich vielleicht an meiner Serie so gestört hat, ist dieses Richie, höher, schneller, weiter, alles ist größer, Megahäuser, Glasfronten. Und hier geht es halt wirklich um eine kleine Familie, die überall genauso auf der Welt sein könnte, die mit alltäglichen Problemen zu tun hat, die aber sehr nah erzählt werden. Mhm. Und ich glaube, das hat dich wahrscheinlich bei der anderen gestört. Ja, weil der Vater gerade so bemüht ist. Da ist ja eine Sache, wo dann brauchen die Geld, um das Haus auszubauen und dann geht er zu seinem Vater, mit dem er sich nicht gut versteht und leiht sich da Geld und man sieht, was das für eine Überwindung ihn kostet und wenn er die Kinder nicht hätte, hätte er das niemals gemacht. Also da sind so viele Sachen dabei, wo man denkt. Ja, die haben halt ganz viel Herz, diese ganze Familie ist so, und, so toll. Nein, das Rentier schnieft schon so leicht. Ja. Annette, wie ging es dir? Ja, also ich habe anscheinend kein Herz. Oh, Annette, einer ist immer dabei. Ja. Ja, also von wegen das McDonald's-Beispiel, ne? Also da muss ich ja noch Tage später von rülpsen und das ist bei dieser Serie auch so gewesen. Annette, hau bitte nicht so doll auf die Doch. Serie. Allein, weil ihr, komm, das hast du eben auch gerade gemacht, ne? Ja, okay. Allein, weil, also ich finde, Annette darf immer drauf muss vorne ein Warnhinweis kommen, ja? Dass man danach nicht in irgendwelche Fußgängerzonen geht, wo eventuell so Singer-Songwriter stehen, singen und Gitarre spielen. Weil die will man doch töten. Weil das ist doch durchgehend mit dieser Duddel, also ich finde es wahnsinnig kitschig, wahnsinnig pathetisch. Für mich ist das so ein Ist das so Wohlfühlfernsehen für dich? Ganz furchtbar. Ich finde, es ist ein Soft-Porno an Emotionen. Und ich warte mal darauf, dass sie jetzt mal richtig Sex haben. Man merkt kaum, dass ihr beide Autoren seid bei den Formulierungen. Nein, wirklich. Also ich warte immer auf den echten Sex. Ich finde, die sind alle viel zu nett miteinander. Das ist wirklich, ich musste immer an diese Hugh Grant-Filme denken, wo die am Ende immer alle so ins Auto springen, um dann doch zum Flughafen zu fahren und dann noch Julia Roberts da abzufahren. Das war auch schön. Ja, klar.
Aber ich habe wirklich von Leuten eben gehört, von vielen Seiten, oh, ich muss ja immer so heulen. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, ihr habt gewusst, ah, jetzt heulen sie alle und so. Ne? Aber das war mir wirklich zu nett. Es waren mir zu wenig Unzulänglichkeiten. Hat dich auch nicht angefasst? Nee, also ich fand natürlich, das ist wirklich gut gebaut und gut erzählt, ohne Frage. Die Struktur ist ganz toll, also das machen sie gut und das Ensemble. Also klar ist, kann man das gut Nette weint bei Ups, die Pannenshow, wenn die, genau. Wenn die nee, dicke Leute jemand ganz so lang. Okay. Also, nee. Allein jetzt, was du angebracht hast, die dicke Schwester, ja, die, ja, glaube ich, in Folge 2 hat die doch schon die Liebe ihres Lebens getroffen und er liebt sie einfach. Und, aber so, warum? Also das, ich verstehe nicht, warum man der nicht zum Beispiel mehr Schwierigkeiten gibt. Naja, kriegt sie ja eigentlich noch im Laufe der Staffel. Ich fand, wie viel hast du denn gesehen? Weil die hat Schwierigkeiten. Und ich sag mal, das Dicksein ist ihr kleinstes Problem. Ah ja, okay. Ja. Wie viel? 5 und die letzte. Also ich habe zum Beispiel gedacht, dass aber die Musik war wirklich wie Wasserfolter. Und dann immer haben sie sich wieder umarmt und diddle. Frau Hass ist zurück. Nachts angerufen, oh, kannst du kommen? Ich habe also gerade kurz vorher irgendwie, kannst du kommen? Und mir geht's ganz schlecht. Und ja, natürlich. Und dann so die Geschwister immer. Und wir sind, dann haben sie doch auch diesen Spruch immer, ne, so wir drei miteinander, eins, also ich habe keine Geschwister, aber ich habe die Serie gesehen und dachte, ich hätte gerne Geschwister, wirklich. Ich kann mir vorstellen. Also mach einen anderen Soundtrack. Vielleicht ist es dann besser. Vielleicht muss es ohne Ton gucken. Ohne Ton gucken. Ich das nicht auf den Sack gegangen. Aber dann ist deine Kitschgrenze halt schnell erreicht. Weil ich verstehe das ja, dass man Sachen guckt und sagt, was ist jetzt bei euch zum Beispiel, wo ist bei euch die Kitschgrenze erreicht? Bei diesem Pulli. Also, den habe ich dir ausgeliehen. Komm, den hat er dir gegeben, weil du kein Weihnachtspulli dabei hast. Ich wollte den eigentlich tragen. Ja, genau. Und jetzt sowas. Nee, aber wo ist euer, also wo sagt ihr, welche Serie, da schaltet ihr aus, weil der Schleim unten aus dem Fernseher GZSZ. Rauskommt? Na, ich fand das hier. Ja, das ist klar. Ja, ich kann bei mir das auch jetzt so, ich wollte es nur noch mal sagen. Was musste ich mit meiner Mutter immer gucken? Dornvögel zum Beispiel. Da ist so, wo ich denke, okay, da bin ich dann auf dem Niveau von Frau Hess. Ist Dornvögel gerade mal vor 25 Jahren erst ausgestrahlt worden. Haben wir schon mal einmal alle vier eine Serie gut gefunden? Nein. Kann mir aber vorstellen, dass das jetzt passiert. Jetzt? Pass auf. Weil jetzt ist Frau Hess dran und hat eine Wohlfühlserie für uns alle mitgebracht. Kann ich auf Toilette gehen, wenn wir Tschernobyl vorstellen? Nee, da kann ich gleich schon mal sagen, dass wir da keinen Konsens finden werden. Ach, schade. Ehrlich? Ja. Also Tschernobyl. Aber stell erst mal vor. Du, Annette, stell doch erst mal vor deine tolle Serie. Genau, also ich habe das. Aber wir machen dir das jetzt nicht kaputt, weil du unsere Sachen kaputt gemacht hast. Das müssen wir vielleicht dazu sagen. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich bin total gespannt darauf, wie du das machen willst. Weil, also Tschernobyl hat Game of Thrones abgelöst bei IMDb als beste Serie aller Zeiten. Wer sagt das? IMDb. Wirklich? Ja, ist ganz oben. Nein. Doch, ja. Auf Platz 1. Die beste Serie aller Zeiten. Ja. Wir sind alle Profis. Also 5 Folgen, eine Stunde. Es geht um den Reaktorunfall 86. Hast du da schon gelebt? Ja. Ich war 2. Ich war 40. Du warst auch 2. Nee, also genau, wir können uns daran erinnern. Ja, also das Irre daran ist, also es passiert in Folge 1 der Unfall, dann werden die Folgen gezeigt, die sind ja alle vollkommen ahnungslos über diese Strahlung, die Bevölkerung wird im Ungewissen gehalten, die Feuerwehrleute, die da hinkommen, denen wird nicht gesagt, dass es gefährlich ist, dass sie eventuell Schutzkleidung anziehen müssen. Dann gibt es eine Folge, in der Bergleute akquiriert werden, die unter diesem Atomkraftwerk einen Schutzbereich einpflanzen müssen, damit es keine Kernschmelze gibt, damit das nicht ins Grundwasser geht. Ich habe mir das immer 100-mal von meiner Tochter erklären lassen. Das Physikalische, ja, weil irgendwie muss man das, glaube ich, ein bisschen verstehen, dann das macht es spannender, also was da eigentlich abgelaufen ist. Und dann versucht die Regierung es zu vertuschen und dann gibt es eben ein Physiker, der das aufdecken will, was da passiert ist, weil es natürlich ein Fehler im System ist, der auch in vielen anderen AKWs derzeit drin gesessen hat. Also da war jederzeit, hätte auch noch ein anderes AKW hochgehen können. Und am Ende, also die letzte Folge ist dann der Prozess, was wiederum aber ein Schauprozess ist gegen die drei, die zum Zeitpunkt der Katastrophe eben in diesem Kontrollraum waren. Und das wird auch da wieder vertuscht. Es ist hochrealistisch erzählt, fast dokumentarisch. Es sieht sehr
russisch trist aus, also das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das ist aber auch ein großer Teil des Erfolgs, dass es einfach mal anders aussieht als diese High-End-Hochglanz-Serien. Also High-End, darin liegt ja eigentlich schon, dass das Ende erreicht ist, finde ich. Ja, die Figuren sind, also endlich mal konnten Schauspieler, also ist HBO englisch-amerikanisch, also endlich konnten Schauspieler besetzt werden, die richtige Nasen haben und Schlupflieder und richtige Gesichter, weil man sich das Russen halt klischeemäßig so vorstellt. Ja, aber wir können ja einfach auch mal einen Blick da reinwerfen. Ja, und das ist, ich glaube, der Erfolg hat auch damit zu tun. Du darfst jetzt nicht lachen. Schön, dass du das zu Weihnachten mitgebracht hast. Ja, ach so. Ja, ich dachte, von wegen, also was macht man zu Weihnachten gerne? Bratäpfel braten? Ja. Und wie viele Bratäpfel könnte man an einer Kernschmelze braten? Für weltweit für Bedienung. Ja. Ja, das wärmt doch auch so eine Kernschmelze. Ja, ne? Total. Soll ich anfangen? Ja. Ich habe mich sehr auf diese Serie gefreut, weil ich das Thema mega spannend fand und ich dachte so, geil, okay. Oh Gott. Ich habe die erste Folge 5-mal an 5 verschiedenen Tagen angefangen. Ich fand die so scheiße, dass ich sie immer wieder ausgemacht habe. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich nehme einfach die 2. Folge und lasse die 1. weg. Für mich war es Bauerntheater. Ich versuche jetzt nichts Böses zu sagen. Bauerntheater und es war so scheiße. Und ich habe auch überall immer, das ist ja in Vilnius gedreht worden, in Litauen. Ich war da schon, ich habe da schon gedreht und ich habe die ganze Zeit diese unfassbar hässliche Kackstadt wiedergesehen in den Bildern. Und ich fand es so... Grüße nach Halle. Nee, ich habe das nicht, gar nichts. Ich fand das richtig kacke. Ich glaube, es war für mich die beschissenste Serie, die wir bisher vorgestellt haben, von allen. Und ich habe dann wirklich, ich habe dann Grömer angerufen, ich habe dann unseren Executive Producer angerufen und ich war so, ey, findet ihr die auch so scheiße? Weil du zweifelst ja irgendwann daran, ne? Und dann siehst du auch nominiert hier und mega erfolgreich da. Und dann habe ich immer gedacht, habe ich keinen Geschmack, verstehe ich das nicht? Und du hast ja zu mir das letzte Mal auch gesagt, die Alienist ist immer so dunkel, warum macht da keiner das Licht an? Ey, wo ist denn dein Licht in der Serie? Es strahlt doch alles die ganze Zeit. Ja, in die falsche Richtung aber. An gewissen Stellen sehr hell. Sehr. Nee, ich war so enttäuscht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn Annette dieses Thema mal angefasst hätte, Tschernobyl, in einer ihrer Serien, dann hätte ich das gerne geguckt. Die aber hätte daraus ein Musical gemacht. Die Annette haben wir ja als Musical verloren, die macht jetzt nur noch Musicals. Stimmt. Das wäre echt ein gutes Tschernobyl, Musical. Tschernobyl, das Musical. Oh, Tschernobyl, das Musical würde ich sofort machen. Wirklich. Top. Ja, Herr Krömer. Gut. Aber ich muss da trotzdem noch mal nachhaken, weil also das Geile also an dieser Serie ist, das Geile an der Serie ist, dass es ein Krimi, es ist wie eine Dokumentation, weil es ist real, es ist wirklich geschehen. Ja, das ist so offener Kanal-Doku. Und was es noch für eine Ebene gibt, ist die des Horror-Serie, weil nichts ist gruseliger als Radioaktivität, weil du es nicht riechst und nicht siehst und die Leute da so aber das haben die doch null geschafft zu transportieren, dieses Gruselige darunter. Für mich nicht. Mach du erst. Ja, ja also ich habe auch. Wie viele Folgen gibt es eigentlich? 5. 5, ne? Es sind ja nicht viele. Also eigentlich guckt man so eine Serie ja dann an einem Tag gut durch, auch wenn es 8 Folgen sind oder so. Und muss sich dabei null quälen. Aber bei Tschernobyl war es bei mir auch so, dass ich 3 Anläufe genommen habe und immer irgendwie, also ich habe nicht mal 2 Folgen gesehen. Ich habe eine gesehen und habe immer wieder ausgemacht. Man kann die Serie auch jetzt inhaltlich nicht kritisieren, dass man sagt, man hätte da gerne ein anderes Ende oder so. Das ist ja eine wahre Geschichte. Ich fand das, was du gesagt hast, diese russische Tristheit, das hat mir
körperlich schon fast wehgetan. Mhm. Was man auch eigentlich nicht kritisieren kann, weil es ja so ist. Also, es sind diese Infos für mich waren schön, weil ich bin 74 geboren und habe dann 86 war die Katastrophe. Haben wir noch die Ansage bekommen, dass wir, wenn es regnet, nicht im Regen spielen dürfen, dass man die Zeit da nichts essen durfte, was in der Erde wächst und so. Das war noch mal so ein Effekt, wo ich dachte, okay, so war das früher. Diese Naivität der Leute, dass da erstmal also das Atomkraftwerk explodiert und die Feuerwehr kommt und löscht erstmal. Und keiner wusste, was sind denn jetzt eigentlich die Folge von so einer Explosion. Ne? Dass der eine war verbrannt im Gesicht und wusste aber nicht, woher das jetzt kommt. So, das fand ich, das war noch mal ganz lehrreich. Aber ich weiß es auch nicht. Also lehrreich ist, glaube ich, das schlimmste Wort, was man sagen kann. Ja, aber das fand ich auch ja, nicht. Ja, aber es war so ein Flashback, dass man noch mal erfahren hat, wie das war. Also wie man sich 86 da benommen hat, wenn einem so ein Ding um die Ohren fliegt. Mhm. Ja, das ist eine Serie für die Zeit, wenn es einmal zu gut geht, dann kann man das mal gut runtergucken. Nee, ich fand es aber, ich bin da ganz bei Annette, ich fand das auch toll. Ich habe mich am Anfang wahnsinnig schwer getan, weil ich das auch nicht gucken wollte, weil ich irgendwie dachte, ich weiß ja, was passiert ist. Vom Titel her weiß man ja schon, das wird jetzt nicht heiter. Und ich habe mich auch sehr schwer getan, da reinzukommen und habe am Anfang die erste Folge auch nur so ein bisschen widerwillig geguckt. Und dann musste ich aber feststellen, das Ding ist wirklich toll. Die haben das hingekriegt, finde ich, mit sehr, sehr guten Schauspielern. Da muss ich dir leider widersprechen. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht, dass das Bauerntheater ist, sondern sie haben das wirklich, finde ich, eigentlich exzellent besetzt und sie haben wahnsinnig mutige Entscheidungen getroffen. Es gibt eine Folge, wo Leute, die man vorher und nachher nie wieder sieht, plötzlich ihren Auftrag kriegen, durch ein leeres Dorf zu gehen und da halt die übergebliebenen Haustiere zu töten. Weil die Haustiere ja eben auch alle verstrahlt sind und wenn die eben losrennen und quasi in die Nachbarschaft gehen, verbreiten die halt da auch wieder diese Strahlung. Und es gibt eben diesen jungen Soldaten, den man vorher nie gesehen hat und der auch nur für diese eine Folge da auftaucht und der eben zum ersten Mal ein Gewehr in die Hand kriegt und der kriegt halt den Auftrag, du gehst jetzt los, du, alle verbleibenden Hunde, Katzen, sonstige Haustiere musst du erschießen. Und jetzt geht der einfach los und dann sitzt da halt der Waudel und dann denkt er, okay, und er bringt es halt nicht fertig. Und das ist eigentlich so intensive Szene, weil man ja denkt, es geht um viel mehr als um ein Haustier. Aber für den geht es jetzt einfach darum, der muss jetzt einfach diesen Hund, der nichts getan hat, der völlig unschuldig ist, einfach ein Haustier in einer menschenleeren Siedlung, die eben schon verlassen worden ist, ist jetzt die Aufgabe, du musst jetzt hier alle Tiere töten. Und das ist der Inhalt einer einzigen Folge. Da geht es um nichts anderes als nur darum, dass wir eben sehen, wir gehen mit dem Typen durch diese verlassene Ortschaft und der muss jetzt alle Haustiere umbringen. Und das fand ich so eine mutige Entscheidung, weil du eben den Typen gar nicht kennst. Du siehst den nur da und danach taucht er auch nie wieder auf. Und du hast aber noch irgendwo so eine Oma, die da einfach geblieben ist in diesem Örtchen, weil die dann nicht weggehen will und einfach sagt, das ist mir scheißegal, dann gehe ich hier eben kaputt, aber hier gehe ich nicht weg. Und da sind so unglaublich ergreifende Szenen drin, von denen man weiß, dass die alle stimmen, dass es so gewesen ist, dass das so passiert ist. Und die ganze Dimension, die dieses Ding hatte, ist mir durch die Serie eigentlich erst klar geworden. Und das ist dadurch, dass es eben so passiert ist und das eben auch sozusagen historisch verbrieft ist, was da zu sehen ist, hat das, finde ich, nur eine Dimension, wo ich wirklich auch beim Fernseher gesessen habe und dachte, es ist eine wahnsinnige Scheiße, aber man kann eigentlich nicht weggucken. Es ist wirklich irgendwie faszinierendes Fernsehen, finde ich. Aber ich kann auch verstehen, dass man da nicht reinkommt und ich glaube, ich kann auch verstehen, wenn man denkt, ich kann das nicht mehr gucken, mir ist das jetzt zu trist und zu öde und so. Aber ich finde, die haben wahnsinnig mutige, dramaturgische Entscheidungen getroffen und das hat schon wirklich eine enorme Kraft. Also ich will noch mal was zu dieser Tristesse sagen, also warum ihr da nicht reingekommen seid, das finde ich gerade gut, weil eben nicht so ein wahres Geschehen und die Opfer irgendwie durch so ein Unterhaltungsprogramm, nenne ich jetzt mal, benutzt und noch mal so ausgeschlachtet werden. Also gerade die Szene, die du geschildert hast mit diesen Hundewelpen und so, das ist alles immer sehr dezent. Also was ich extrem fand, war diese Beerdigung von diesen vier Feuerwehrmännern in jeweils einem Bleisarg. In einer tierisch tiefe Grube sind die gelassen worden, um dann hinterher Beton drüber zu gießen. Und die Frau, die schwangere Frau, steht dann da. Und da hast du natürlich die Möglichkeit,
wahnsinnig viel Gitarrenmusik einzuspielen. Oder irgendwelche. Ja. Und ewig auf ihrem Gesicht und auf ihrer Hand. Und dann noch, dann hat sie noch ein kleines Kind, was noch mehr um den Vater heult. Also man, wir wissen ja, wie das geht, so Sachen noch mal so richtig melken und aufblasen. Und das machen die damit nicht. Also die haben wirklich einen Respekt vor der Wirklichkeit gezeigt, im Machen. Und übrigens, interessanterweise ist der Autor, Craig Gavin, hat Hangover geschrieben oder, wie heißt es, dieses Dingsbums da, Scream, nicht? Das war diese andere komische Horrorfilmreihe. Also komplett anderes ganz, Genre. Der kommt ganz woanders her, ne? Und man haut dieses Ding raus. Also das, ich bin Fan. Ja. Apropos ganz woanders her. Herr Krömer hat was ohne Radioaktivität auskommt, aber dafür im Fernsehen spielt. Bei The Loudest Voice geht es um die Entstehung des Fernsehsenders Fox News. So als damals in den USA die Nachrichtensender wie Pilze aus dem Boden gesprungen sind, hat sich Rupert Murdoch gesagt, sowas brauchen wir auch, aber wir müssen einen der erfolgreichsten Nachrichtensender der Welt aufbauen. Er hat sich damals den Roger Ailes, heißt der Typ, also Hardcore-Republikaner, absolut rechts, an Land gezogen, dem das völlig egal war, ob das jetzt ob das der Wahrheit entspricht, was die Nachrichtensprecher da ablassen. Sondern der kam mehr so aus dem Entertainment-Bereich. Also man hat sich dann eine Nachrichtensprecherin genommen, wo das egal ist, ob die irgendwas in der Birne hat, sondern das musste dann irgendwie Miss Amerika sein oder so. Bei dem Typen kam raus 2016, dass der über Jahrzehnte Moderatorinnen sexuell belästigt hat. Bei der Serie kann man ruhig spoilern, passiert in den ersten 3 Sekunden. Der Typ fällt die Treppe runter, ist Bluter, fällt auf die Fresse und ist nach 3 Sekunden tot. Und dann fängt quasi die Serie an, wie er mit absoluten miesen Tricks diesen Sender aufgebaut hat, Nachrichtensprecher dann auch ins Wort gefallen ist und gesagt hat, okay, das entspricht zwar der Wahrheit, was du hier sagst, aber hat keinen Entertainment-Faktor. Ne? Und vielleicht gucken wir uns mal einen Ausschnitt an. Jesus Christ. We're under attack. I'm gonna keep you safe. I spoke with the president. We'd like your help moving forward. Whatever you need, Carl. Barack Obama is a danger to this country. Gretchen? Roger, McCain's interviews. I want this one. You should be speaking to your EP. I don't do the bookings. What you're doing at Fox is dangerous. He's been sexually harassing me for a while. I've been taping him. I'm not gonna let that asshole get away with it. That feeling, that burn. Ja, Russell Crowe in der Hauptrolle als Roger Ailes. Der Guardian hat geschrieben, die ganze Serie fühlt sich an wie ein schlechtes Toupet. Von der Maske her bei Russell Crowe sägt es nicht so, es war nur die Bewegung, hat mich immer ein bisschen gestört. Also da waren so ein paar Sachen, wo ich beim Spielen dachte, geht nicht so auf. Für mich war, ich muss wieder sagen, es war sehr lehrreich. Also einfach zu sehen, wie dieser Sender, der Haus- und Hofsender auch von Donald Trump ist. Das war ganz zum Anfang, war die Zusammenarbeit zwischen dem Sender und Trump jetzt nicht so gut. Das ist ja dann erst gewachsen. Also ich fand es sehr interessant zu sehen, mit was für schmierigen Tricks der Typ gearbeitet hat, um diesen Sender einfach erfolgreich zu machen. Nachrichtensender, wo auch völlig egal ist, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, was die Leute da erzählen oder nicht. Ein absolut mieses Schwein, so absolut rechts und absolut ein Arschloch, Cholerikerchef, der den Sender ja dann wirklich zum erfolgreichsten Sender der USA hochgepeitscht hat. So, ich guck mal in die Runde. Gibt es Unterstützung für klingt Krömer? Eigentlich wahnsinnig interessant. Also es klingt so, als ob ich da richtig Bock hätte auf diese Serie. Thematisch mega. Aber ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal Sky unglaublich dankbar, weil es dauernd abgebrochen hat und immer diese bunten Punkte sich drehten. Und ich war immer total, oh, ein Glück, muss ich mir das nicht mehr angucken. Und für mich war es nicht Toupet, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass ihm gleich das Gummi aus dem Gesicht fällt. Also es war sehr viel, also er hatte sehr viel Gummi im Gesicht, das muss man dazu sagen.
Und diese Kombi, dieser Gummimensch mit diesen Blondinen da, das wollte ich nicht sehen. Die Maske war ja nicht nur bei ihm schlecht. Wenn du dir Naomi Watts anguckst oder Sienna Miller, da denkst du, was habt ihr mit denen denn gemacht? Hattet ihr kein Geld für eine Echthaarperücke? Also wirklich. Und also Frauen jetzt, wir achten natürlich nur auf so Optik und so. Aber dass die jetzt sagen wir mal so. Oder findest du nicht, dass die Maske war unterirdisch? Aber jetzt sagen wir mal so, Maske, okay, haben wir jetzt. Ja. Inhaltlich. Ja, das war für mich der Grund, also und Sky, warum ich es dann nicht weitergeguckt habe. Die Maske, das Gummi im Gesicht und also ich fand ist das oft so. Bei mir ist furchtbar. Auch der Ofen aus, wenn ich jemanden sehe, der jetzt eine schlechte Toupee auf hat. Also wo der Fernsehsender sagt, ja, der hat jetzt hier, den kennt man, eigentlich hat er eine Glatze, jetzt hat er ein Toupee auf und das sieht scheiße aus, dann bin ich raus. Das ist wie, als wenn das Mikro von oben reinkommt, kannst du auch abschalten, weil dann weißt, oh, ich glaube, ist ja ein Film. Die haben ja da was gedreht. Aber bei der Serie war es so, mich hat die Story einfach fasziniert. Ja, jetzt, wenn du es erzählst, finde ich es auch super. Aber man braucht ja immer eine Figur, mit der man sich identifiziert. Mhm. In den ersten 5 Minuten, 10 Minuten. Und da war dann immer nur dieser Typ mit dem Gummi im Gesicht und dann eben diese Blondinen, die ich auch nicht richtig verstanden habe, wo ich auch nicht, überhaupt nicht, ich bin da überhaupt nicht rangekommen. Und Blondine, ich glaube. Blondinen, ne? Ja, genau. So ging es mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich finde, dass er nicht so richtig greifbar wird. Also ich bin ja großer Fan von Arschlöchern, die sozusagen ins Zentrum von Serien kommen. Aber ich finde hier auch, dass es sozusagen eigentlich über das reine Nacherzählen von dem Großmachen eines Fernsehsenders eben nicht so richtig hinausgeht. Ich habe mich da auch wahnsinnig schwer getan, weil ich so das Gefühl hatte, ich weiß halt nicht so richtig, warum ich dem folgen soll. Ich finde den jetzt nicht so richtig spannend. Ich finde den auch nicht so, ich kriege den nicht so richtig zu greifen. Mich haben die Masken auch wahnsinnig gestört. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum muss es Russell Crowe spielen und so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er selber mit der Rolle. Das habe ich auch so. Das habe ich auch gedacht, ich dachte, ja, hätte das jetzt nicht Russell Crowe gespielt, hätte mich das auch nicht gestört. Also da wäre jetzt nicht der Wunschkandidat. Ich finde, dass sie das nicht so richtig hingekriegt haben. Also man muss ja dazu sagen, die einzelnen Folgen machen ja große Zeitsprünge und man hat quasi in jeder Folge quasi eine zentrale Episode aus dem Wachsen von Fox News. Also mal geht es um die Wahl von Obama, mal geht es aber eben auch um die Gründung von Fox und so weiter. Also man hat ja sozusagen immer so einen ganz elementaren Moment, auch von 9/11 wird nochmal thematisiert und so. Also es gibt immer so einen Moment, das heißt, man springt halt auch sehr in den Zeitebenen. Und ich finde, man kriegt ihn als Figur nicht so richtig zu greifen. Also ich habe gar nicht so richtig verstanden, zum Beispiel, warum der das machen will. Also man hat ja das Gefühl, dass er so teilweise ein echter überzeugter Republikaner ist, der denkt, die Medien sind hier alle links. Und warum gibt es eigentlich keinen, der sozusagen meinen Überzeugungen entspricht? Was ja sogar ein legitimer Ansatz wäre, zu sagen, so, du willst halt, dass eben die Medien nicht alle links sind, sondern dass es eben auch sozusagen aus Proporzgründen einen rechten Sender gibt. Man kapiert aber eigentlich nicht, will er das wirklich, weil er daran glaubt, oder will er das einfach machen, um irgendwie erfolgreich zu sein, um Macht zu kriegen oder so. Ich habe nicht so richtig verstanden, was ihn eigentlich antreibt, und ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum der dann eben sich so verhält, wie er sich verhält. Weil man irgendwie dann denkt, warum bist du so, warum machst du das eigentlich alles? Und am Ende bleibt er mir relativ fremd. So. Und dann gehe ich tatsächlich, muss ich dir recht geben, nicht so wirklich mit, und habe irgendwie beim Gucken gemerkt, mich interessiert es eigentlich nicht so richtig. Für mich ging das immer um Macht, dass ich das so gesehen habe. Der hat das nur gemacht, um Macht zu haben. Ja, aber der war eher geisteskrank. Aber ich fand, der hat den Geisteskranken nicht gut. Also der ist ja wirklich ein völlig besessenes, dummes Arschloch gewesen, der Typ. Und natürlich hat wahrscheinlich jeder von uns das in den Medien gelesen. Und ich habe mich auch tierisch auf den Stoff gefreut, weil ich gedacht habe, geil, das packt jemand an, cool. Und auch bei der Besetzung und bei Russell Crowe in der Hauptrolle neben der schlechten Maske, lassen wir das mal beiseite, habe ich immer das Gefühl, willst du die Rolle überhaupt spielen? Ja, das also, finde ich auch. Ne, der hatte so ein, da war die ganze Zeit so ein, oh ja, nächster Drehtag. Also ich habe mir lustigerweise tatsächlich dann nochmal bei YouTube ein Originalinterview von Roger Ailes angeguckt. Mhm. Und dann denkt man, wenn man den immer original noch einmal sieht, wie der über eine längere Strecke redet, denkt man sofort, was für ein Riesenarschloch. Es reicht ein Bild eigentlich, ja, wenn genau. man ihn sieht, dass ja, das man stimmt. denkt. Das denkst du bei dem nicht. Nee, das denkst du bei dem nicht. Auch Naomi Watts und Sienna Miller, tierische Schauspielerin, wo du dachtest, ey, wer hat denn da Scheiße gebaut? Das Buch, die Regie. So, dann habe ich tatsächlich nebenbei geguckt und gesehen, dass Bombshell,
das gleiche Thema darstellt, aber ein Film ist. Der kommt zufällig heute ins Kino. Wir könnten in die Spätvorstellung gehen. Ja. Nee, aber da, ne? Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt von Bombshell, wo es auch um die Fox-Gründung und auch um dieses Arschloch, dieses Schwein, diesen Vergewaltiger geht. Hauptrolle Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie. Und allein dieser Trailer, oder es war, glaube ich, sogar nur ein Teaser, war besser als die komplette Serie. Gut, wir können zusammenfassend festhalten, wir haben wieder keine Serie gefunden, wo wir uns alle drauf verständigen konnten. Vielleicht neues Jahr, neues Glück. Eben, vielleicht wird es ja im neuen Jahr besser. Ihr habt ja schon was vorbereitet. Andy, was bringst du nächstes Mal mit? Sage ich nicht. Sagt sie nicht, die Annie, Frau Hess? When They See Us. When auch They See eine Us. Eine wahre Geschichte, Justizskandal. Schon wieder wahnsinnig lustig. Und nee, war nicht. Herr Krömer? Ich rede über die schlechteste Neuauflage des Jahrhunderts, über Magnum. Aha. Mir ist es wieder eingefallen. Unbelievable habe ich mitgebracht. Unbelievable, Mensch. Guck mal. Da. Ich dachte grad, du hattest es vergessen. Ich dachte, du wolltest es nicht sagen. Und ich beschäftige mich mit der Miniserie Escape at Dannemora. Also es gibt viel abzulehnen, aber auch viel zuzugucken. Wir würden uns alle freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und für heute und für diesen Weihnachten verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Das war Seriös, das Serienquartett mit Annette Hess, Ralf Husmann, Annie Hoffmann und Kurt Krömer. Jeden letzten Freitag im Monat, auch in der Mediathek.